Hallo liebe Monsterfreunde und ja, ich darf präsentieren die Erdölwüste. Ich habe jetzt glaube ich 20 Minuten bin ich im Kreis gelaufen, war zwischenzeitlich auch wieder bei uns zu Hause, weil ich im Kreis gelaufen bin. Und hier ist, wenn wir es uns auf der Karte angucken, haufenweise Öl. Und da wo ich ran möchte, ist logischerweise. Na? Flieg, 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 flieg. So. Entweder hier vorne oder da hinten. Das sind nämlich. Wobei diese Spitze vom Punkt her, wenn man drauf guckt, ein bisschen stärker ist. Also würde ich sagen, da bauen wir uns ran. So, komm. So. Und so. Und so. So. Hoppala. Schön. Perfekt. Ja, das hat, also ich bin wirklich vollstens im Kreis gelaufen. Das war nicht schön. Vor allem, als ich mich gewundert habe, ist das wieder mein Zuhause? Und dann die grünen Linien gesehen habe, habe ich mir nur gedacht, nein, das ist dir jetzt so nicht passiert. Doch, das ist mir jetzt so passiert, leider. Und naja, was soll's. Also, rot unten, blau oben heißt, es geht in den Tank rein. Das ist hervorragend. Die beiden und die beiden. Macht er Thomas? Scheiße, die Pumpe nämlich kein Interface hat. Ah, da ist so gerade was weggegangen, oder? Aha. Und wir sehen da etwas Öl. Jetzt schwierig zu erkennen. Doch, da steigt es langsam, da, an der Ecke. Ah, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. So. Dann erweitern wir die Plattform noch mal ein bisschen. Nur noch ein bisschen. So. Schön, wie der Dreck hier oben hält, ne? So, dann machen wir hier mal so eine Doppelwand. Und zapp, so. Und dann schnappen wir uns dieses schöne Gerät und müssen das Gelbe schießen. Dahin logischerweise. Ja, das funktioniert. So, ab nach Hause. Ach, Glück gehabt. Rot zu Hause, gelb unterwegs. Ich würde sagen, das packen wir auf den zweiten Tank. Kann ich denn hier eigentlich was zwischenpacken? Das geht. Das ist schön. So. Wow. Das ist gar nicht schlecht. 8 Liter. So. Was ist denn? Wie sieht das aus? Das, ein hinter. Einen dahinter. Also das hier. Hoppala. Okay. Das wird natürlich so nicht sein. Wir werden natürlich müssen natürlich das Öl umwandeln. So, dann geht's hier runter und hier rein. So viel brauchen wir eigentlich gar nicht. So, das reicht schon.
Ja. So. Hoppala. Dann brauchen wir dazu aber wieder Power. Das ist eine gute Frage. Wie kriegen wir da jetzt Power hin? Kann eine Raffinerie auch anders arbeiten? Also mit E, ne? Refine. Ne, da steht da nichts. Schade. Refined Iron Item Casing. Okay. Refined Circuit Board. Wie machen? Das ist EU. Hoppala. Das ME-System ist schon wieder offline, das ist super. Wie sieht's hier aus? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Verstehe ich gar nicht. Drei laufen doch. Der vierte läuft nicht. Der läuft auch nicht. Ärgerlich, dass das immer so rumbuggen muss. So, wo sind sie? Da. Zap, zap. Also, wie kriegen wir jetzt die Energie nach dort hinten? Das ist eine gute Frage, oder? Ich würde sagen, wir heben hier erstmal so einen kleinen Bereich aus. So, ungefähr. Das kann erstmal so bleiben. Dann hier noch ein bisschen was weg. Ich meine, wir können ja ein bisschen Rohr verlegen. Ist ja nicht schlimm. Basalt. Basalt ist so nervig. So. Das ist natürlich super genial gewesen, das so weit wegzubauen. Das möchte ich nicht. Ich möchte, wenn dann hier Dirt sehen. So. So. Ja, dann gehen wir noch einen weiter rein. Und dann nach unten. Und damit es nicht so regnet, machen wir das erstmal zu. Sonst läuft ja hier der ganze Keller voller Wasser. So, das mache ich jetzt erstmal nicht weg. So. Ja, komm, dann können wir das hier auch nochmal ein bisschen wegmachen. Und hier müssen wir jetzt irgendwie Energie hinkriegen. Wie kriegen wir jetzt Energie dahin? Und wir brauchen Fluiducts. Und wir kommen da nicht mehr ran. Und wir haben hier kein Eisen. Wir haben hier noch Lead. Das ist gut. Gut, dass wir es da haben. Wir haben da kein Kupfer, meinte ich. Copper. Da. Ich kann zwar hier auch Output machen, aber Aber weg. Springt nicht an. Reicht nicht, ne? Power
ist low. Ja, bräuchte mir auch nicht lahmlegen. So, keine Verbindung. Hier ist auch keine Verbindung, wobei doch, die haben ja Energie. Wie komme ich denn jetzt daran? Wir müssen hoffen, dass hier noch ein bisschen Zeugs drin ist. Eisen, ich wollte doch Kupfer haben. 10. Naja. Ich glaube, das muss so und so und dann muss da Lead hin und dann bekommen wir Fluid. 36. Das klingt schon gar nicht schlecht. Also. 1, 2. Habe ich Servos? Ich habe Servos dabei. Wow. Ein Servo. Einmal so machen. Oh, hat einen direkten Output. Ist ja cool. Hier ist schon mal Öl drin. So. Kann eine Still auch? Warte mal. Kann eine Still aus Öl auch irgendwas machen? Use for. Geht irgendwie nicht. Verdammt, die sind ja auch da drin. Oh, es geht wieder. Eine Still. Warum suche ich die nicht so? Still haben wir 5 Stück. Und es ist schon wieder aus. Boah, wetten. Ich könnte, warte mal, kann man so machen. Weil hier müssen sich ja die ME-Terminals schon wieder aufgeladen haben. Jawohl. Das ist immer noch genug Zeit, um da hinten was zu machen. So. Volle Pulle. Und wie sieht's hier aus? Ihr habt gar kein Biofuel, warum? Ethanol, warum nicht? Alter. Hallo? So. Go. Wir brauchen die Stills. Da will ich jetzt gerne wissen, ob die Stills auch Öl zu Fuel verarbeiten können. Da machen wir noch einen kurzen Test, würde ich sagen. So. Du müsstest Power haben, theoretisch. Kann ich hier ein Bucket reinfüllen? Ja. Nein? Ja. Vielleicht. Ernsthaft? Das geht nicht? Geht das über Fluiducts? So. Okay. Stills können das also nicht. Achso. Kann ich so abbauen. Gut. Falsch. So. Dann laufen wir hier jetzt hin und schnappen uns die. Dafür müssen wir vorher hier noch welche setzen. Wobei, warte mal. Hier gibt es. Das ist ein Fermenter. Ja, dann kann hier ein hingesetzt werden. Nein, kann es nicht.
Verdammt. Verliert ja gar kein Output. Heidewitzka. Da kann ich einen hinsetzen. Ich meine, wir produzieren eh nicht so viel gerade. Dann kann ich mir hier eine schnappen. Und die zumindest hier schon mal reinsetzen. Wobei das ja vom Weg her ganz schön weit ist. Würde ich das eher hier machen wollen. Oder? Also, dort eine hin. Abgekapselt. So, vielleicht in der Richtung. Dann kann der auch weg. Und dann kommt das so und so. Dann läuft das da nämlich voller Öl. Die kann damit nichts anfangen. Das ist ja doof. Setzen wir die nach dort. Kein Kabel dabei, kein Kabel dabei. Und das System läuft immer noch, das ist gut. Hardenet gibt's heute nicht. Das kann weg. Das kann da rein. Die kommen zu mir mit. Oh, wir haben keinen Spotloader angeschmissen. Könnte nämlich sein, dass dann. Funktioniert wohl auch selber als Spotloader, das ist gut. Conduit. Hervorragend. So. 1, 2, 3. Vielleicht machen wir den auch doch dorthin. So. Dann müssen wir da auf jeden Fall noch eine Wand ziehen. So. Das wird dann Ausgang. Und da kommt ein pneumatischer Servo hin. Zap. Dann einmal die leere Hand und go. Flieg raus jetzt. Aber. Das sieht doch gar nicht verkehrt aus. Das sieht doch wirklich nicht verkehrt aus. Das Einzige ist nur das Problem, dass wir hier natürlich Energie verlieren und keine dazu gewinnen. Okay. Nicht, weil das stimmt. Das wird dann erstmal. Okay, das steigt langsam, das ist gut. Das ist gar nicht schlecht. Ich würde sagen, dann ist die Versorgung schon mal fertig. Wir haben die Tanks, wir haben das Öl, wir haben jetzt langsam Fuel. Das heißt, wir können mit dem Hochofen anfangen. Mit dem Hochofen? Mit dem Dampfkessel. So, genau, mit dem Dampfkessel. Dann brauchen wir Steam Engines und dann funktioniert das auch irgendwie wieder, dass wir ordentlich Power erzeugen können. Und von meiner Endlos-Energiequelle, ja, da müssen wir mal sehen. Vielleicht gibt es ja noch einen Trick. Auf jeden Fall ist das schon mal gar nicht schlecht. Das ist doch schon durchaus viel, oder? Oder täuscht das? Ist das ein Balken? Boah. Ist ein Hundertstel. Oder ein Tausendstel ist das. Gar nicht schlecht. Hoppala. Hier ist immer noch ein bisschen Öl drin.
Also der füllt sich ganz gut, aber die 2 Millionen knackt ist natürlich so eine andere Frage. Vielleicht müsste der noch größer. Wir können hier noch einen rübergehen. Und wir können hier noch einen rübergehen. Schön. Oder? Ich habe da vielleicht noch eine Idee. Das können wir jetzt noch mal ganz kurz machen. Acht. Ha, reicht uns acht? Mal sehen. Ah, da komme ich gar nicht mehr hin. Verdammt. Ganz vorsichtig, so. Ein nach da, ein nach da, ein nach da und ein davor. So, jetzt muss ich noch irgendwie da vorne hinkommen. Ah, das ist gar nicht schlecht. So. Ein nach da hinten. Ein nach dort. Ein nach dort und ein nach dort. Die Frau, ob das was bringt. Ah, doch. Das sieht leuchtend aus, oder? Schwarz wird natürlich nichts. Wow! Alter, wo kam der denn her? Ey, das war fies. Aber zum Glück nichts kaputt gegangen. Der Tank hat gehalten. Alter, da habe ich mich jetzt so ein bisschen erschrocken. Ah, oh, Mann, ey. Diese scheiß Creeper. Ja, das soll es dann erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen dazu, bisschen zugesagt. Wenn ja, dann wisst ihr ja, ne? Ich möchte nicht betteln, aber Daumen hoch, Kommentare, Abos, bringt mich alles weiter. Wäre super geil. Und bevor mich das Skelett jetzt trifft, sage ich Dank fürs Zusehen und bis morgen. Ciao, ciao.